Hallo, ich bin die Leonie Zitz, mache die Lehre als Metalltechnikerin, bin jetzt im zweiten Lehrjahr und zeige euch heute, was am Tag der Lehre bei uns los ist. Leonie startet ihren Rundgang und nutzt die Chance, einen Blick hinter die Kulissen der Salzburg AG zu werfen. Jetzt bin ich bei der ersten Station. Um welchen Lehrberuf handelt es sich da? Restaurantfachfrau oder Mann, Gastronomiefachfrau oder Mann und Koch oder Köchin. Also ich mache die Doppellehre, also 4 Jahre, Kochkönner. Ich mache das am schönsten Platz der Erde, in St. Wolfgang bei der Salzburger AG Tourismus GmbH. Am Weg zu den nächsten Stationen trifft Leonie den Lehrlingsausbildner Christian Fankhauser. Was kann man bei den neuen Stationen kennenlernen? Der Tag der Lehre der Salzburger AG ist ein Tag der offenen Tür, wo wir unsere Gäste einladen, alle Berufe, die wir anbieten, kennenzulernen. Technische Berufe, kaufmännische Berufe und auch Berufe im Tourismusbereich. Und da haben wir einzelne Stationen. Wie können sich die Interessierten bei der Salzburger AG bewerben? Interessierte können sich bei uns bewerben über unsere Homepage, wo wir unsere Landingpage haben. Da wird dann Motivationsschreiben, Lebenslauf und die geforderten Anlagen hochgeladen. Und dann ist man schon dabei und sichert sich die Lehrstelle für seine Zukunft. Weiter geht's in die Metallwerkstatt. Jetzt bin ich bei der nächsten Station. Welchen Lehrberuf kann man da erlernen? Wir sind da bei der Metalltechnik. Wir haben da einen virtuellen Schweißtisch aufgebaut. Kann ich das mal ausprobieren? Sicher. Und das virtuelle Schweißen macht Leonie sichtlich Spaß. Auch der Vorstand der Salzburger AG lässt sich den Tag der Lehre natürlich nicht entgehen. Warum engagiert sich die Salzburger AG so für die Lehrlingsausbildung? Liebe Leonie, eine sehr gute Frage und daraufhin gibt es wirklich eine einfache Antwort. Ihr Lehrlinge sichert euch die Zukunft für unser Unternehmen für morgen. Wir bilden wirklich unsere Lehrlinge selber aus. Wir bemühen uns, dass wir interessante und abwechslungsreiche Ausbildungen anbieten. Wir schauen auch, dass das Berufs- und Privatleben gut miteinander verknüpfbar ist. Und somit schauen wir auch, dass wir die Fachkräfte, die wir morgen brauchen, auch heute schon ausbilden. Und warum ist der Tag der Lehre der Salzburger AG so wichtig? Mit dem Tag der Lehre, liebe Leonie, versuchen wir uns natürlich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Wir bieten interessierten Talenten die Möglichkeit, wirklich alles, was wir anbieten an Lehrberufen, auch vor Ort kennenzulernen, auszuprobieren. Und ganz wichtig ist, dass ihr Lehrlinge uns dabei unterstützt, das möglichst interessant zu machen. Und jetzt geht's noch zur Plasmaschneideanlage und zur Fräse. Ich bin gerade um die Ecken gegangen und jetzt bin ich schon bei der nächsten Station. Welcher Lehrberuf wird da vorgestellt? Ich bin eigentlich jetzt verkleidet, eigentlich als U-Busfahrer, aber das ist nur, weil ich in der Früh gerade gefahren bin. Ich gehe eigentlich in die Kfz-Werkstatt und den Lehrberuf, den wir da vorstellen, das ist Kfz-Techniker mit Systemelektronik. Informieren, ausprobieren und Kontakte knüpfen. All dies bietet der Tag der Lehre des GreenTech-Unternehmens Salzburg AG. Rund 400 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort und konnten das umfangreiche Angebot an Lehrstellen besichtigen. Für unsere Reporterin geht's zum Abschluss noch hoch hinaus. Wenn du Lust auf eine Lehre bei der Salzburg AG hast, dann bewirb dich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.